Ist Gold jetzt in einer Win-Win-Situation? Viele scheinen das zu glauben, denn der Goldpreis, der steigt und steigt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, die Überlegung ist folgende. Zunächst mal scheinen viele Investoren sich abzusichern mit Gold. Man geht also nicht short etwa in den Aktienmärkten oder sichert sich über Optionen ab am Aktienmarkt mit Put-Optionen zum Beispiel, sondern man sagt sich, okay, da gehen wir mal in Gold und schauen, wenn die Sache sich da ein bisschen ungünstig entwickelt, dann wird Gold steigen. Das ist die erste Überlegung. Die zweite Überlegung ist die, dass man sich sagt, naja, wenn die Lage schlechter wird mit Coronavirus, ökonomische Folgewirkungen, China möglicherweise auch weiter als China, nämlich Südkorea, dazu gleich mehr, dann wäre natürlich die Situation die, dass die Notenbanken weiter die Zinsen senken, die englische Notenbank, die australische Notenbank, aber eben auch die Fed. Und das ist natürlich immer eine gute Geschichte für Gold, wenn die Zinsen fallen, denn das unverzinste Gold verliert dadurch sozusagen an den Nachteilen, dass man ja gegenüber verzinsten Produkten oder Anlageklassen hat. Und das ist sozusagen diese Doppelfunktion, die derzeit am Markt gespielt wird. Eine Art Win-Win-Situation. Aber ob so kommt, ist eben die andere Frage. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie die Lage ist derzeit an den Märkten. Zunächst mal scheint China jetzt alles zu tun, um bald wieder in die Produktion zu kommen. Der staatliche TV-Sender hat hier gemeldet und aufgerufen, möglichst schnell wieder jetzt die Produktion raufzufahren. Man pfeift da so ein bisschen aus dem letzten Loch, hat man das Gefühl, wenn wir uns mal anschauen, wie da die Lage ist. Hier sehen wir, dass wir praktisch total abstürzen. Ich hatte ja schon mehrfach Charts gezeigt über Reiseverkehr, Kohlekonsum, Luftverschmutzung. All das deutet darauf hin, dass da wahnsinnig viel nicht derzeit passiert. Warum? Weil einfach die Leute gar nicht an ihren Arbeitsplatz kommen. Entweder weil sie unter Quarantäne sind, etwa 760 Millionen Chinesen, oder weil die Reisemöglichkeiten nicht da sind, die Züge nicht fahren, sie da irgendwie nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz kommen können. Dementsprechend sehen wir eben den Absturz der wirtschaftlichen Tätigkeit. Und jetzt ist natürlich die Situation die, dass die Geschichte offenkundig immer mehr nicht nur auf China sich jetzt konzentriert, sondern vor allem Südkorea jetzt mehr und mehr betroffen ist. Südkorea ist oder China ist für Südkorea der mit Abstand wichtigste Handelspartner. Und es sind in der Stadt Daegu, eine 2,5 Millionen Stadt, in etwa so vom Stadtbereich hier so groß wie Chicago, hat es in den letzten in den letzten zwei Tagen 73 neue Coronavirus-Fälle gegeben. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. Die Stadt liegt hier zwischen Seoul im Norden und Busan, der zweitgrößten Stadt Koreas, Riesenhafenstadt, Werftstadt, ist jetzt praktisch zum Epizentrum geworden dessen, was da passiert. Und das ist sozusagen jetzt die große Sorge, ob sich diese Geschichte ausweitet. Hier die Stadt Daegu, wie gesagt, 2,5 Millionen Einwohner, da haben die Behörden die Bewohner aufgefordert, ihre Wohnungen nicht mehr zu verlassen. Also wir sehen, dass da dann eben diese Folgewirkungen immer stärker möglicherweise eingreifen. Und das ist natürlich wiederum auch ein Argument für Gold. Heute hat Mohamed El Arian, der ehemalige PIMCO-Chef, der nicht gerade als Bär jetzt am Markt unbedingt gilt, gesagt, also das ist jetzt eine schwierige Situation, gerade für die EZB. Sie ist gewissermaßen in einer Lose-Lose-Situation, also das Gegenteil zur Win-Win-Situation, zur möglichen Win-Win-Situation bei Gold. Denn sie kann eigentlich die Zinsen nicht mehr senken und sich allein auf die Fortführung der ultralockeren Geldpolitik zu verlassen, sagt er da, das bringt nichts. Statt den Konsum anzuregen, führt die Politik der EZB dazu, dass die Menschen immer mehr Geld sparen. Sie hält Zombie-Unternehmen am Leben, die immer mehr Schulden machen, fördert übermäßige Risikoübernahme, also Asset Bubbles sozusagen. Und dadurch ist eben die Altersvorsorge der Leute nicht mehr gewährleistet. Das ist der erste Punkt, den El Arian anbringt. Und dann sagt er, das zieht sich immer weiter jetzt, dieses Coronavirus. Erst China, dann Japan, merkt plötzlich, dass keine Touristen mehr aus China kommen. Dann merken es die Unternehmen. Und so geht es weiter durch immer mehr Branchen und immer mehr Länder. Und das ist genau der Punkt, den die Aktienmärkte bisher ja so wahnsinnig unterschätzt haben. Nicht nur die Lieferketten, sagt Mohamed El Arian, und das ist vielleicht ein entscheidender Punkt, nicht nur die Lieferketten sind beeinträchtigt, sondern eben auch der Konsum. Es kommt nicht oft vor, dass ein wirtschaftlicher Schock Angebot und Nachfrage zugleich trifft, und das macht vielleicht auch die besondere Situation aus hier
mit der wir konfrontiert sind. Und das trifft jetzt die Investoren zu einem Zeitpunkt, wo man sich sagt, naja, kann ja nichts schief gehen. Wir sehen hier die Put-Absicherungen oder Puts auf den Spider, auf das maßgebliche S&P 500 ETF, auf dem tiefsten Stand seit 2007. Damit rechnet irgendwie keiner. Wenn, dann ist man abgesichert in Gold. Und wir sehen, dass das massenhaft passiert hier. Die Goldrallye ist vorwiegend auch getrieben durch heißes Geld, wie Holger Czapitz hier sagt. Die Goldholdings in ETFs haben ein neues Allzeithoch erreicht mit 2608 Tonnen. Also das kann dann auch mal schief gehen, wenn sozusagen auch dieser Trade zu crowded ist, wenn alle auf derselben Seite stehen. Dann kann es auch mal vielleicht nach unten gehen. Aber derzeit sind eben die Aktienmärkte sehr, sehr stark involviert. Und hier zum Beispiel ein Titel des Economist, der sagt, wir haben jetzt Big Tech wie Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, die haben alleine in den 12 Monaten, den letzten 12 Monaten 2 Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen. Das ist genauso viel wie der gesamte deutsche Aktienmarkt und das in 12 Monaten dazu gewonnen. Um das zu rechtfertigen, müssen sich die Tech Earnings, also die Gewinne, die Umsätze, müssten sich verdoppeln, und das ist genau der Punkt, und sie werden sich wohl nicht verdoppeln. Das hat jetzt die Global Times gemeldet, und vielleicht war das so ein Auslöser für den Abverkauf, den wir gesehen haben heute plötzlich. Da ging es für den Dow mehr als 300 Punkte nach unten, da war plötzlich der Nasdaq 101,7% im Minus, nachdem dieser seit 27. Januar weit über 8% gestiegen ist, muss man sich auch mal vorstellen. Hier sagt die Global Times ja, die iPhone-Sales in China werden mindestens 40-50% fallen im Februar und März. Heute ja eine Warnung von Möller-Maersk, der weltgrößten Reederei. Air France hat gewarnt. Also es kommen jetzt immer mehr Unternehmen. Das war absehbar. Die sagen, das wird ein bisschen schwierig in nächster Zeit. Und wir sehen, dass heute dann der Philadelphia Fed Index mit dem größten Anstieg seit 1995 heute rausgekommen ist. Das hat die Wall Street erstmal gut geheißen, aber dann gemerkt, oh, wenn jetzt die Daten zu gut sind, dann wird die Fed ja vielleicht die Zinsen nicht senken, dann ist man ein bisschen runtergekommen. Wir sehen aber, dass Bonds, Momentum-Aktien, geringe Volatilitätsaktien, sogenannte Low-Volatility-Stocks, die haben den Spread, die Differenz der Bewertung zwischen defensiven und zyklischen Aktien auf Niveaus gehoben, die zweimal so extrem sind wie auf dem Hochpunkt der Tech-Bubble, und das zeigt schon so ein bisschen Tech-Bubble. Da werden so leichte Reminiszenzen immer wieder gemacht, die daran erinnern, dass möglicherweise wir in einer, naja, ich will nicht sagen Blase, aber doch durchaus in einer sportlichen Bewertungssituation sind. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100, die Charts von Capital.com. Wir sehen, dass es hier diesen heftigen Abverkauf gab, aus nichts eigentlich. Es gab keine wirkliche Meldung. Ich habe gesucht, geguckt, Freunde und andere angerufen, die sich gut auskennen in der Regel. Keiner hat irgendwas gesehen, gefunden. Vielleicht ist es die Meldung in der Global Times. Jetzt stabilisiert sich das Ganze wieder hier auf etwas niedrigerem Niveau. Aha, es ist also keine Einbahnstraße mehr. Wir sehen Fahnenstangen mit teilweise löchriger Substanz. Wir haben hier den S&P 500, 3.354. Wir sehen den DAX, der sich jetzt doch eine Etage tiefer er hat orientieren müssen, 13.678 Euro, 1,0795, nach wie vor also unter der 1,08er Marke. Der Dollar profitiert wiederum, weil Kapitalströme in den Dollar gehen. Erstens, weil es da noch Rendite gibt. Zweitens, weil da noch die ökonomische Situation in den USA besser zu sein scheint. Das ist aber auch eine Form der Risikoaversion, die schon länger der Fall ist. Die Aktienmärkte haben das ignoriert. Was wir sehen hier ist Gold jetzt nicht mehr ganz auf Tageshoch 1618 und das amerikanische Crude Oil jetzt wieder unter der 54er Marke. Also Gold, das ist jetzt eine heiße Wette. Wir sind schon am Widerstand in dieser Zone 1620. Viel heißes Geld auch, und da ist natürlich dann immer die Geschichte auch ein bisschen schwieriger, auch wenn die Erwartung eben ist, dass die Notenbanken die Zinsen weiter absenken und dass möglicherweise man eben damit sich gut hedgen kann mit Gold. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.